Und deswegen freue ich mich, dass er das jetzt uns demonstriert und zeigt. Und bitte jetzt nochmal einen ganz, ganz laut kräftigen Applaus für Hauke van Gans, Ladies and Gentlemen. Hey! Dankeschön. Einen Applaus für den Moderator. Hey! Unfassbar. Also erstmal, mir wurde gerade meine erste Nummer geklaut. Ich wollte das mit dem Konfetti auch machen. Natürlich schade. Ja, und ich fühle mich immer so, ich fühle mich immer so talentlos, so talentfrei, wenn ich so nach Leuten auf die Bühne gehe, die Gitarre spielen können und singen können. Im Backstage gerade ist irgendwie eine andere Band oder eine andere Singer-Songwriterin auch im Haus und die singen dann im Backstage und die haben so geile Stimmen und so weiter. Und ich bin einfach nur so, oh mein Gott, ich rede darüber, dass ich lustig aussehe. Das ist mein Talent. Das ist übrigens mein erster Auftritt in Österreich. Oh mein Gott, yeah, oder? Krass. Ist auch mein erster Auftritt im Ausland. Ich bin offiziell auf Europatour ab jetzt. Also ab jetzt geht's steil bergauf. Ich und Taylor Swift, uns trennt nicht mehr viel. Also gar nicht mehr so viel. Hi, ich bin Hauke. Kennt mir eigentlich irgendjemand hier? Na, oh ja, doch. Okay, eine Person habe ich mal irgendwo gesehen auf dem Klo vor. Das war ein bisschen aber. Nee, ich habe lange beim Fernsehen gearbeitet, dass ihr es kurz mal gehört habt, damit ihr mich nachher googeln könnt und dann enttäuscht seid, dass es keine Videos online gibt, weil ich war nicht so erfolgreich im Fernsehen. Und ich habe extra was geholt, ich war Moderator, ich habe extra was geholt, damit Leute sich an mich erinnern. Die haben mich mal im Fernsehen gesehen, damit sie an mich erinnern, nämlich das Ding hier auf meine Oberlippe, mal kurz klatschen, wer findet den Bart cool? Dankeschön, Dankeschön. Wer findet den Bart scheiße, mal kurz klatschen? Fickt euch, fickt euch. Ist in Ordnung. Alright. Wer fragt sich, welcher Bart? Aua. Aber ist okay, wir können offen drüber reden. Ich habe einen schwachen Bartwuchs, wir können offen drüber reden. Aber ich habe gerade viel zu viele Typen in meinen Instagram-Nachrichten, die immer schreiben so, hey, bleib dran, Tiger. Immer mit so einem Bizeps-Emoji und so einer Flamme hinterher. Und ich bin so, nein, Mann, Feuer ist gefährlich. Kann alles wegbrennen. Ja, ein Bart ist die eine Sache. Ja. Alles gut, Bertram, beruhig dich. ich saß da hinten, das war schwer zu... Also, aber, ja. Zweites Ding in meinem Gesicht, müssen wir auch kurz drüber reden. Das ist das, was ihr hier seht. Chronische Augenringe, immer schon chronische Augenringe gehabt. Wirklich, seitdem ich denken kann. Trotzdem, jedes Mal, wenn ich meine Mutter mit Video anrufe, höre ich von ihr immer nur so, oh, Hauke, du siehst aber krank aus. Dann hast du mich krank geboren, Mama! Jedes Mal. Ich habe mich jedes Mal gefühlt wie dieses Mädel, was mal einen Tag ungeschminkt zur Schule kam. Weil immer waren so, nein, Lisa, was ist denn los? Lisa, was hast du denn? Hä, ich wollte den Bus kriegen. Nein, Lisa. Jedes Mal. Und alle in meiner Familie haben diese Augenringe. Wirklich alle in meiner Familie. Meine Schwester hat jetzt ein Kind gekriegt, also meine Nichte. Und ich hab, als ich das erste Mal gesehen habe und sie lag da unten, habe ich gesagt, so krass, hat dieses Kind viel Stress. Ich musste für meinen Job auf die größte LAN-Party Deutschlands, so eine Computerspielparty, Netzwerkparty. Und ich bin über diese Messe gelaufen und da waren Leute, die haben 2 Tage durchgezockt. Und die haben mich gesehen und die waren trotzdem so, oh mein Gott, der ist länger wach als ich. Es ist wirklich 1:1 genauso passiert. Und ich habe letztens ein Flirt-Tutorial entdeckt, wo stand, wie man richtig flirtet. Und der Tipp war, man soll beim Flirten so kurz auf den Boden gucken und wieder hochgucken, damit das Gegenüber versteht, dass man gerade flirtet. Das Problem ist, wenn du so Augenringe hast wie ich, dann solltest du das nicht tun. Weil wenn ich das mache, sehe ich aus wie ein fucking Serienmörder, okay? Es wird nur so Blitze, die aus meiner Hand rauskommen und ich bin der Bösewicht aus Star Wars. Ja, könnt ihr euch vorstellen, wie Oralsex mit mir ist. Ja, meine Freundinnen waren immer nur so, oh, Hauke, oh, Hauke. Ja, apropos Essen. Ihr Schweine. Ich vermisse meine Mutter. Nicht wie ihr denkt. Ich vermisse die Kochkünste von meiner Mutter. Weil meine Mutter, wenn meine Mutter zu Hause gekocht, meine Mutter hat alles mit Magifix gemacht. Es war alles immer Magifix. Kakao, Magifix, Abfahrt. Das war alles immer Magifix. Oh Hauke, du hast jetzt gegessen, komm Magifix, nimm was mit. Es war alles immer Magifix. Und meine Freunde sind ganz oft so, oh Hauke, wenn ich zu Hause koche, es ist nie so gut wie bei Mutter zu Hause. Und ich bin so, ja, bei mir schon. Also jede Lasagne, die ich je in meinem Leben gemacht habe, schmeckt genauso gut wie die von meiner Mutter. Weil wir alle dieselbe Tüte benutzen. Ab und zu war ein bisschen würziger, weil 2 Tüten drin waren. Das ist alles, was passiert ist. Ja. Ich habe ihr erzählt, dass ich auf der Bühne gerne drüber reden möchte. Und dann ist sie richtig sauer geworden. Richtig wütend geworden. Meinte so, Hauke, das kannst du nicht machen. Auf der Bühne, was fällt dir ein? Es war Knorr.
Wir waren eine Knorrfamilie, damit musste ich arbeiten. Ja. Ich muss mich kurz erklären, ich heiße Hauke van Göns. Heißt jemand im Raum Hauke? Nein, nie heißt hier irgendjemand Hauke. Ich finde, Hauke ist kein klassischer Vorname. Hauke klingt mehr so wie ein Baum. Wisst ihr so, Eiche, Birke, Hauke. Man akzeptiert. Das ist ein norddeutscher Name. Ich liebe so einen norddeutschen Namen, finde ich killer. In meiner ersten Klasse hatte ich Uke, Okko und Focko. So, das sind Namen, wo du weißt, 90% des Körpers sind Stamm. Das waren 4 schöne Jahre auf der Baumschule damals. Das war eine gute Zeit. Und ich bin aus dem Norden in den Süden gezogen, nach München. Ich wohne jetzt in München. Und es war für mich so eine Umstellung und so weiter. Und ich komme ja aus der Gegend, bei uns zu Hause, wo ich herkomme, in Ostfriesland, da wo ich herkomme, so. Man redet Plattdeutsch. Man redet Plattdeutsch. Das ist eine eigene Sprache, eigener Dialekt bei uns. Und das ist eine andere Sprache. Und meine Mutter hat mit mir ganz oft Plattdeutsch gesprochen. Und es gab Begriffe, da kannte ich die hochdeutsche Bedeutung einfach nicht. Zum Beispiel haben wir im Plattdeutschen für den Begriff Schnaps den Begriff Kur. Ihr hier im Raum, auch in Österreich, wisst wahrscheinlich, Kur ist Erholungsurlaub. Das wusste ich nicht. Für mich war klar, Kur kriege ich in der Tankstelle. Das war mein Weg, okay? Mutter-Kind-Kur, Cola Korn, Schnabeltasse. Das war meine Gleichung. Mein Kurort war Uschis Kneipe. Mit den Automaten, okay? Das war Bad Uschis Kneipe. Das war mein Weg. Also, ja, hat auch so ein gelbes Schild gehabt draußen. Also es war eine ganz andere Luft da drin, ganz andere Luft. Ich muss euch, apropos ganz andere Luft, ich muss euch kurz erzählen, meine Mutter hat immer geraucht. Meine Mutter hat immer geraucht, wirklich immer. Immer, bei der Geburt. Der Arzt war so, es ist ein Junge. So, meine Mutter hat immer geraucht, immer und überall, auch beim Essen. Meine Mutter hat auch beim Essen geraucht. Es hat bei mir Jahre gedauert, bis ich gerafft habe, dass Milch gar nicht gelb ist. Ekelhaft, oder? Ihr kennt ja alle Räucherlachs, aber kennt ihr Räucherobstsalat? Eine ganz andere Ebene. Wirklich, ey, ganz, ganz schön. Wir hatten bei uns in der Küche 2 Dunstabzugshauben. Eine zum Kochen, eine über meine Mutter, damit wir da alle irgendwie durchkommen. Wir waren ganz oft grillen, damit ich so ein bisschen frische Luft kriege. Da wusste ich Arbeit. Und mein Bruder ist irgendwann ausgezogen, um zu studieren, in seine erste eigene Wohnung. Der war DJ, hat lange als DJ gearbeitet. Und er hat sich dann irgendwann für seinen Job so 3 Nebelmaschinen geholt, wo ich dachte, das ist ein bisschen viel. Aber dann dachte ich mir so, klar, der hat Heimweh. Vermisst es einfach, keine Luft zu kriegen. Ja. Aber ich will euch kurz erzählen so von Norddeutschland. Wenn man als Norddeutscher in Bayern wohnt, dann trifft man immer andere Norddeutsche. Die sagen immer so, oh mein Gott, ich komme auch aus Norddeutschland. Ja, wo kommst du denn her? Ja, aus Duisburg. Und ich sage, halt dein Maul. Was ist denn Duisburg? Ja, wir haben auch einen Hafen. Hä, was willst du? Es gibt in München eine Bar. Und diese Bar ist ein Schiff, trockengelegt auf einer Brücke. Die alte Utting, wenn ihr mal in München seid, geht da nicht hin, ist viel zu teuer. Auf jeden Fall, es ist ein Schiff auf der Brücke. Und so ganz viele Norddeutsche sind immer so, oh, Hauke, dieses Schiff. Erinnert dich das nicht an die Heimat? Und ich bin so, nein, ich mag es, wenn Schiffe schwimmen. Das fehlt mir. So. Ja, ich habe auch so einen Arbeitskollegen von früher, so, den hasse ich komplett. So, jeder hat diesen Arbeitskollegen, den er hasst, ein paar sind mit ihm hier, ist in Ordnung. Ich hasse ihn komplett, weil er sagt immer so, oh, Hauke, ich komme ja auch aus dem Norden. Hauke, und ich rede ja so gern Norddeutsch. Oh. Ich rede ja so gern Norddeutsch. Er sagt sowas wie Schiffe. Tau. Ich heiße Hauke. Er sagt Hauke. Er sagt immer, er redet so gerne Norddeutsch. Und ich finde das so schlimm, weil niemand in Norddeutschland redet gerne. Ich war auf Hochzeiten ohne Ja-Wort. Pastor. Und? Ja, hier, küssen. Das ist eine norddeutsche Hochzeit. Wir haben keine Emotionen, wir haben Gesprächspausen, okay? Damit arbeiten wir. Wir nehmen unsere Emotionen, packen sie ins Wasser, dann kommt die Ebbe und die sind weg. Das ist alles, was passiert. Aber es gibt eine, also wenn in Norddeutschland geredet wird, gibt es eine Eigenart, die ich ein bisschen vermisse im Süden. Und das ist, es werden gerne Fragen gestellt, die werden selbst beantwortet. Ich gebe euch ein Beispiel. Und Hocke, geht's dir gut? Ja, ne? Ja. Willst du denn darauf sagen? Hast du keinen Raum für gar nichts? Hast du nicht mehr Bock weiterzureden, weißt du? Bist du in einer Familienfeier, hast du null Bock, guckst du Fragen deinen Vater an, er guckt zurück, wollen wir los? Nee. Ich habe mit 13 sprechen gelernt. Du hast auch keinen Raum für Genugtuung oder Dankbarkeit oder so. Ich habe ein Abi gemacht, das war der beste Tag in meinem Leben. Ich war richtig happy, richtig hyped. Ich komme nach Hause, meine Mutter guckt mir an, oh, hast du Abi gemacht? Ja, ne? Ja.
trauriger Applaus. Aber ist okay, ich nehme alles mit nach Hause. Ich nehme alles mit über die Grenze. Ja, und für mich so als, also ich musste mich dann ja anpassen, so, du kommst dann in Bayern an, ihr habt sie auf der Bühne so ein bisschen mitgekriegt. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, es ist ja eine andere Sprache, so Niederbayerisch schon mal eine ganz andere Dimension. Aber so Bayerisch ist so eine andere Sprache, andere Kultur, andere Sprichwörter. So, ich weiß nicht, ob ich es mal gehört habe, aber in Bayern sagt man ja zur Begrüßung so, habe die Ehre. Was ist denn habe die Ehre für ein Schmutz? Was ist das denn? Was ist das denn für ein Rotz? Was ist denn habe die Ehre für ein Quatsch? Wisst ihr, wenn ich habe die Ehre das erste Mal gehört habe, ich war auf dem Volksfest und ich war pinkeln. Und es kam ein rotzevoller Typ in Lederhose rein, hat einfach rechts neben mich hingekotzt. So, oh, habe die Ehre. Und ich so, nein! Ihr habt gar nichts mehr Ehre. Du nicht, der Boden nicht. Ich nicht. So bin ich hier angekommen. Das war mein Empfangskommando. So wurde ich begrüßt. Man muss ja auf die Bühne rennen, muss halt losbrüllen. Und dann kommst du vom Dorf in die Stadt, so München, Großstadt, über 1 Million Einwohner. Ich komme wirklich von so einem kleinen Dorf, ich komme von so einem Dorf, also ich kannte alle. Leider. Ich kannte alle leider. Und jetzt bist du in der Stadt und das ist alles für mich so ein bisschen anders. Ich musste mich irgendwie anpassen und jetzt wäre ich so ein kleiner Städter, so ein kleines, arrogantes, empathieloses Arschloch. Wie die ganzen Städter. Ich werde so klein. Wir haben in München Rolltreppen, die in beide Richtungen gehen. Und wenn sie nicht benutzt werden, dann sind sie neutral. Und wenn ich da hingehe und jemand nimmt mir in letzter Sekunde von oben die Rolltreppe weg, dann gehe ich so langsam die Treppe hoch und fange so langsam an zu humpeln. Und dann warte ich, bis die Person so auf meine Höhe gefahren ist. Und dann bin ich leise so, aua, aua, aua. Ab und zu renne ich dann die Rolltreppe runter. Das hilft ja niemandem. So, soll ich wieder runterhumpeln oder was? So, wirklich, Stadt macht mich fertig. Was ich aber mag, sind so Gespräche in der Stadt, andere Gespräche. Man hat einfach ein anderes Gespräch. Ich war in der Bar, will ich euch kurz mit dem wunderschönes Gespräch. Da meinte ein Typ zum anderen so, jo, ich mache gerade einen C1-Kurs. Und der andere so, ah, cool, Englisch. Und er so, nee, LKW. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt Menschen, die sehen nicht mehr nach einem C1-Englisch-Kurs aus. Und ich hatte diesen Mythos im Kopf, dass Hunde manchmal aussehen wie ihre Besitzer. Ja, der Typ sah aus wie ein LKW. Hatte so ein viergiges Gesicht, so einen viergiges großen Rucksack dabei, so ein Schild Money on Tour. Er hat gepiept beim Rückwärtslaufen, so ein Typ war das. Ich habe immer mal so ein LKW an der Raststätte gesehen, wo das Führerhäuschen so nach vorne gekippt war. Ich wusste nie, wann das passiert, bis ich gesehen habe, wie der Typ besoffen am Tresen eingepennt ist. Ab da wusste ich, das macht ein LKW, wenn er vollgetankt ist. Also, ist die einzig logische Konsequenz, was da passiert. Ja, Stadt macht mich fertig, wirklich, es ist ganz, ich habe ein anderes Bild von Tieren gekriegt, so, ich mochte Hunde, dann ziehe ich in die Stadt und merke, Hunde sind unfassbar arrogant, oh, eklig arrogant, wir alle kennen so Hunde, die auf den Bordstein scheißen und danach so alibimäßig tun, als ob sie irgendwas über ihr Häufchen rüberwerfen, so, die scheißen dahin und sind dann so, die wissen genau, dass der Boden hart ist, die wissen genau, dass da nichts nach hinten fliegt, ich finde das so arrogant. Ich finde das so falsch. Weil was dagegen part beim Menschen? Das ist wie wenn ich auf Klo gehe, so richtig reinscheiße und dann nicht spüle. So, du nur das Geräusch machst, so. Und dann hoffe, dass die Person nach mir mit so einer Mülltüte kommt und es rausnimmt. So, das ist mega arrogant. Naja. Ich bin Fuckboy. Ja, ist eine Lüge, wissen wir alle. Ist eine Lüge. Ich sehe exakt aus wie ein Typ mit 2 besten Freundinnen und mit keiner von beiden schlafe ich. Ist immer schon so gewesen. Ich bin damals für meine beste Freundin, auf die stand, bin ich in die Kirchengruppe gegangen. Ja, ja. Ich kann stolz sagen, Jesus ist für meine Triebe gestorben. Also das ist, kann ich stolz behaupten. Wir waren alle immer am Singen und ich war auch so am Singen. So, ich bin horny auf sie, oh mio Signore, horny auf sie, oh mio Signore. Alle haben mich so weird angeguckt, als ich das gemacht habe. Nee, ist wirklich... Er hatte immer beste Freundin, auf die stand immer schon wirklich beste Freundin gehabt. Die meinten immer zu mir so, ha, Hauke, du hast so eine Teddy-Energie. So eine Teddy-Energie, ha, die wollten immer so Umarmungen von mir haben. Ekelhaft. Dann war ich immer so, nö, ich will einfach mal ficken wollen. Schön, dass ich die da abhole, alles gut. Und die meinten immer so, ich wollte immer so dreckig sein. Die meinten immer so, ja, ich bin ein Schwein im Bett. Die so, nee, du bist ein Teddy im Bett, Hauke, du bist ein Teddy im Bett. Das ist mega unangenehm. Und ich habe davon immer noch Laster zu tragen. So, ich öffne mich heute auf der Bühne vor euch, bin immer ehrlich mit euch so. Ich hab immer beste Freundin gehabt, auf die ich stand. Immer schon gehabt. Und das Problem ist, dass ich heute habe ich Erektionsprobleme. Ich glaube, wegen dem, was da passiert ist. Weil ich lag ganz oft neben meinem besten Freund und ich fand die mega hot und es ist nie irgendwas passiert. Aber die haben ganz oft mit mir gekuschelt und ich habe ganz oft einen steifen Schwanz gekriegt, als ich neben denen, aber es ist nie irgendwas passiert. Es war so gemein. Es war so fies. Mein Schwanz ist wie so ein Prakti. Wie so ein Prakti, der so richtig Feuer und Ideen hat, wenn er in so ein neues Unternehmen kommt. Der hat richtig Lust, der hat richtig Bock auf große Aufgaben. Der wollte was anschieben. Und dann ist mein Schwanz als Prakti auf so einen alten, eingesessenen Beamten gestoßen.
der dann gesagt hat, so, was mit dir los? Ja, ich habe geile Ideen. Wie wäre es denn, wenn wir uns mal externe Hilfe reinholen würden? Jemand, der für uns die Arbeit übernimmt. Das wäre doch cool. Und dann ist der Beamte so, nö. Warum? Wir haben das immer selber gemacht. Und jetzt bringen wir es auch alleine zu Ende. Bis zum Ende deiner Tage wirst du hier alleine weiterarbeiten müssen. Und damit kämpfe ich bis heute. Okay. Ich wollte nur kurz mitnehmen, nicht, dass es zu traurig wird. Aber schön, dass ihr wirklich, ich sehe ein paar Augen, wo auch Erektionsprobleme vorhanden. Das ist okay. Wir können da offen drüber reden. Also ich kann es zumindest auf der Bühne. Das ist hart für mich. Und ich versuche mich da langsam wieder rauszukämpfen. Ich versuche da an mir zu arbeiten, indem ich jetzt wieder neue Frauen date. So, ich gehe wieder auf den Dating-Markt. Ich versuche mich mit den Apps durchzuarbeiten. Ist hart, ist heftig. Bin bei Tinder angemeldet. Eklige App, wirklich nur oberflächlich. Ich hatte bei Tinder exakt 5 Matches. Alles Hebammen. Ich weiß nicht, sehe ich aus wie ein Riesenbaby. Also, mit einer war ich auf einem Date. Die wollte unbedingt in so ein Café mit so ganz engen Türmen. Also, komm, Hauk, ich helfe dir raus. Aber war ganz süß. Erster Kuss war auf die Stirn, das war ganz schön. Sie meinte beim Date so, Hauke, du bist so schweigsam, hat sie mir so auf den Arsch gehauen und mich losbrüllt. Das war ganz weirdes Date dabei, weil. Es gibt eine andere App, die ich viel cooler finde. Das ist Bumble, eine andere Dating-App. Da kann die Frau zuerst schreiben, finde ich super. So lerne ich auch mal was. Ist auch gut. Und das ist eine coole App, weil man kann so mehr Hobbys und Interessen angeben bei Bumble. Und ein Interesse, was man bei Bumble angeben kann, ist Menschenrechte. Finde ich klasse. Weil so weiß ich werde beim ersten Date nicht geköpft. Das ist super für mich. Und ich weiß, das war früher nicht in der App drin. Was ist passiert? Was ist passiert, dass sie es reingepackt haben? Sind da zu viele Support-Tickets reingekommen, in denen drin stand so, ja, ich hatte ein mega süßes Date mit ihm, dann bin ich mit nach Hause gegangen, ja, und dann wollte er mich häuten. Und die Entwickler so, fuck, was machen wir da? Also, nee, pack Menschenrechte rein, dann sind wir fein raus. Ja. Und wie sieht der Entwicklerraum aus, wenn Menschenrechte nicht von Anfang an mitgedacht sind? So, wer sitzt da? Viktor Orban, Wladimir Putin und mein Trainer aus der A-Jugend? Das ist ein hartes Pflaster. Aber ich bin auch gerade verliebt in eine Frau. Sie arbeitet in einem Café. Wir haben einen richtigen Crush auf sie. Ich bin richtig verliebt. Das Problem ist, sie weiß nicht, dass es mich gibt. Das ist tough, damit muss sie arbeiten. Aber ich bin jetzt 31. Ich habe sie jetzt auf einer Dating-App gefunden. Habe gesehen, sie ist 22. Ja, aber 22 ist genau meine Grenze. Ist genau meine Grenze. Also 18 bis 22. Und ja, damit müsst ihr jetzt arbeiten, mit dem Bild von mir. Ja, ich versuche so viel an mir zu arbeiten. Ich habe jetzt krass viel abgenommen und so weiter, weil ich wieder Gas geben will auf dem Datingmarkt. Ich bin jetzt gerade in so einer, ich mache so Spinning, so Indoor-Fahrradfahren, weil ich mir gedacht habe, Fahrradfahren draußen, Himmel, cool, frische Luft. Und hey, brauche ich nicht. Ich brauche so einen ekligen Keller mit Techno-Musik. Das ist das, was ich brauche. Und war jemand von euch schon mal bei so einem Cycling-Kurs, mal kurz klatschen? Wer war schon mal bei so einem Cycling-Kurs? Ja, alles klar, ich nehme euch mit. Ich nehme euch komplett mit in die Experience. Weil das ist gerade der neue Scheiß. Es ist einfach wirklich, es ist wie ein Rave. Nur, dass da, also es sind nur hotte Frauen da. Es ist manchmal ein Kurs, 49 hotte Frauen und ich. Und dann ist da eine Trainerin, die dich anbrüllt. Die ganze Zeit, für 45 Minuten. Und als ich das erste Mal mich angemeldet habe, ich habe gehört, was da passiert. Ich dachte mir so, scheiße, was, wenn mir das zu gut gefällt? Was ist, wenn ich damit plötzlich arbeiten muss, wenn das mein neues Ding? Und es sind wirklich nur attraktive Frauen da. Ich komme da rein mit meinen, ich habe einen langen Pulliarm, ich habe so Teigarm. Ich komme mit meinen Teigarm reingeschlackert und irgendwie drehen sich alle 49 Frauen auf einmal um und gucken sich so an, so, hä, was machst du hier? Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir alle ein bisschen fickbar aussehen. Warum bist du hier? Ist mega, dann bist du da, bist du in diesem Kurs, es ist unfassbar anstrengend. Alle diese räudige Techno-Musik pusht dich nur nach vorne. Und da ist eine Frau, die dich einfach nur anbrüllt. Und sie brüllt so, im Takt, 1, 2, 3, 4. Und es ist so anstrengend, dass ich einfach immer nur so bei 1, 1, da hänge ich fest. So. Das ist wirklich, es ist unfassbar. Und dann brüllt die Trainerin, brüllt immer nur so Sachen, die ich gar nicht nachvollziehen kann. Denkt an alles, was euch diese Woche gestresst hat. Und ich denke mir so, es ist Dienstag. Was soll passiert sein? Denkt an die Sachen, die euer Ex mit euch gemacht hat. Und ich bin so, ich bin hetero, kann ich kurz hier raus? Und dann habe ich gemerkt, die passt das ja nur an ihre Zielgruppe an. Die sieht ja nur diese 49 hotten Frauen und mich und deswegen brüllt sie diese Sachen, wie zum Beispiel, wie sauer bist du auf deiner Ex, tret nach unten und so weiter. Ich frage mich, was sie brüllt, wenn da irgendwie so 45 CSUler sitzen. Denk an die Grünen, an Gendersternchen. Und da treten alle so los. Denk, du bist Diesel. Das wäre nicht funny. Komm, ich habe noch eine Geschichte für euch. Ich will euch kurz eine Sache mitgeben. Ich bin vor 6 Jahren vom kleinen Dorf in Ostfriesland in die Großstadt gezogen. Vor 6 Jahren. Das heißt, ich kenne seit 6 Jahren Ausländer.
Es war neu für mich, musste ich kennenlernen. War neu für mich. Wir hatten bei uns Holländer, aber das sind Budget-Deutsche. Also, ja, vielleicht sind sie besseren Deutschen, weil sie alles frittieren. Ich finde das sympathisch. Aber inzwischen habe ich einen sehr ausländischen Freundeskreis. Alle meine Freunde, alle Migrationshintergrund, können auch alle mindestens 3 Sprachen. Ich kann Plattdeutsch. Hilft dir nie. Weißt du, du bist ja nicht irgendwie in so einem Bewerbungsgespräch, man geht so die Akte durch, sagt so, ja, Plattdeutsch, ja, wir brauchen jemanden, der sehr laut, sehr langsam, wie in einem Schlaganfall spricht. Das passiert nicht. So, ich habe einen sehr ausländischen Freundeskreis. Ich habe eine Perserin, eine Peruanerin, eine Vietnamesin, einen Moldawier. Ich habe mir die diskriminierten Avengers aufgebaut, okay? Ich bin für jede Situation perfekt vorbereitet. Mit der Perserin gehe ich zum Schneider für einen guten Preis. Ja, die Vietnamesin weiß, wie man Pho richtig ausspricht. Ja, der Moldawier, ja, der hilft beim Umzug. Also, was soll ich machen? Er ist groß und stark. Jetzt fragt ihr euch, diskriminierte Avengers, diskriminierte Superhelden, Hauke, wo ist da deine Rolle? Ich sag's euch, Polizeikontrollen. Wenn wir angehalten werden und ich bin Beifahrer, dann lehne ich mich rüber und bin so, nein, Herr Wachtmeister. Die gehören zu mir. Da ist er meistens kurz geblendet, weil er auch nicht so was Weißes wie mich angehalten hat. Alle meine Freunde, alle Migrationsfreunde, auch alle schwarze Haare kannte ich nicht, weil plötzlich muss ich ja auch nach dem Besuch saugen. Was ist das denn? Ich wusste, Besuch kommt, ich saug vorher, plötzlich muss ich auch hinterher saugen. Was ist das denn? Ach, ihr geht schon. Ja, schau, shalom. Seit wann hat mein Boden Muster? Ja, alle meine Freunde, alle Migrationshintergrund. Ich heiße Hauke van Göns, ich bin trotzdem der Einzige, der immer seinen Namen buchstabieren muss. Das ist unangenehm. Und habt ihr mal versucht, mit dem Namen Hauke van Göns in München eine Wohnung zu finden? Ist ja mega einfach. Ist ja lächerlich. Ich habe 13 Wohnungen in München. Jede Besichtigung, die ich hatte, ich kam rein. Ach, Herr van Göns, da sind Sie ja. Wo haben Sie ein Ross und Kutsche geparkt, Herr van Göns? Da ist der Balkon, sprechen Sie zum Volke, Herr van Göns. Sie wollen eine Wohnung, ich gebe Ihnen ein Reich, Herr van Göns. Wir können auch ein bisschen Land für Sie abstecken, Herr van Göns. Das ist Herr van Göns, holländischer Adel. Deswegen ist er auch so groß, damit bei Flut der Kopf über Wasser ist. Holländischer Adel am Arsch. Ich habe mich mal schlau gemacht. Van Göns kommt von Gänsehirten. Hey, mein Name ist Hauke van Göns. Ihr wart ein wunderbares Publikum. Hey, Dankeschön. Thank you very much.